Christoph, das war doch schon mal ein fulminanter Anfang, möchte ich sagen. Also mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja. Was haben wir denn bisher von dir gehört? Das waren ja zwei Titel, möchte ich mal sagen, ineinander verwoben. Ja, zuletzt, das war das, man will das Titelstück Oceans of Emotions aus der CD. Und davor war ein Intro, das habe ich eigentlich schon länger immer im Kopf und nur anders umgesetzt. Das habe ich dann da mal verwendet und dann den Übergang gemacht zum neuen Stück. Also und, zu den Bekannten. Und nee, also der Übergang, das hat auch ja wunderbar harmoniert miteinander. Was mir jetzt so die letzten Tage auch nochmal aufgefallen ist, als ich mir so das Tracklisting der aktuellen CD angeschaut habe, es sind ja sehr, sehr viele, sag ich mal, Anlehnungen an deine musikalischen Vorbilder enthalten. Und zum Beispiel jetzt, dieser Titel, der bringt mich natürlich auf die Frage, ob du denn auch ein Fan von John Kerr bist. Weil das ja nun... Ja, war früher auf jeden Fall. So, heute macht er, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Es ist lange, lange nichts Neues mehr erschienen. Aber das ist so die Mischung aus Klassik und Elektronik, so, das hat mich schon damals sehr beeindruckt. Das fand ich sehr gut. Und da gibt es auch noch andere. Aber irgendwo ist man da hängen geblieben. Man hat einen eigenen Stil entwickelt, der dann vielleicht in diese Richtung so ein bisschen geht. Das stimmt, wenn man da reinhört. Das kann durchaus der Fall sein, ja. Wobei sich ja jeder, oder ich sag mal, wobei sich jeder Hörer und jede Hörerin ohnehin letztlich ihr eigenes Bild macht, wenn sie oder er die Musik hört. Insofern ist das ja nur deine persönliche Interpretation dieser Musik, wenn du diesen Titel jetzt entsprechend dafür gibst. Auch was wir vorhin gehört haben von Dennis Hart, fand ich auch mal toll. Also vielleicht hört man das bei mir nicht so raus, aber der zählt auch unter denjenigen, doch. Nein, das Tolle ist ja, wenn man ganz viele Vorbilder hat und es merkt letztlich aber keiner, weil die Musik selber nicht so klingt. Das ist ja eigentlich das Tolle, was man versucht hinzukriegen. Ne? Genau, das stimmt. Nein, ich denke aber mal, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Und wenn ich mir anschaue, was du in deinem nächsten Blog spielen möchtest, da kommt ja als erstes ein Titel, der mich darauf bringt, dass du auch ein Pink Floyd-Fan bist. Das stimmt. Das ist wieder, na, ganz anders ist es nicht, aber man wird es im eigentlichen Sinne erstmal nicht so in Verbindung bringen, aber letztendlich, wenn man da genau reinhört, gibt es schon Parallelen, dass ich halt eben die Gitarre halt nicht habe, sag ich mal, damit einbaue, aber letztendlich ist das durchaus parallel zu sehen oder zu hören. Na klar, das stimmt. Aber es ist dann natürlich so, dass auch gerade Pink Floyd in den 70er Jahren letztlich groß geworden ist und genauso mit extrem sphärischen und experimentellen Dingen begonnen hat und die haben natürlich auch heutzutage immer noch einen gewissen Einfluss und logischerweise natürlich auch in deiner Musik? So ist es, absolut. Weiß nur, oder wissen die wenigsten im Grunde genommen, die hören natürlich das, was man am Radio hört oder sonst, was man so gängig, weitläufig kennt. Wie es aber angefangen hat, das ist auf jeden Fall absolut, so wie du gerade gesagt hast, ja, stimmt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie denn die Live-Version von High Hopes klingt. Jetzt habe ich schon verraten, das ist der Titel, den du als nächstes spielen möchtest, der sich natürlich auch auf deiner aktuellen CD Emotions findet. Und zwar ist es der vierte Track, den wir, ich bin gar nicht sicher, haben wir ihn seinerzeit in der Sendung gespielt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Der nicht. Dann ist es doch bald richtig, dass du ihn jetzt spielst, Christoph. Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Zweierblock, sage ich mal. Christoph bereitet sich da schon mal langsam vor. Und ja, ich hoffe, dass ihr bisher natürlich zufrieden seid mit eurer Wahl, heute Sounds of Synth zu hören. Und hoffe, ihr seid es weiterhin bis kurz vor 20 Uhr.